man das belegen können von Koran und Sunna. Und noch, da muss man belegen können, dass die Sahaba so praktiziert haben, so durchgeführt haben. Wir reden über Religion nochmal. Mikrofon haben die Sahaba nicht, Kamera haben die nicht gehabt. Deshalb, das ist was anderes. Wir reden hier. Jetzt kommen wir zu diesen Scheinargumenten diesbezüglich. Wir wollen jedes Scheinargument leicht, ruhig, schnell widersprechen. Das erste ist, die sagen, diese Leute behaupten, wenn wir Maulid machen oder praktizieren, dann ist das eine neue, eine gute Bid'ah im Islam. Und das ist in Ordnung. So sagen sie. So sagen sie, aufpassen, nicht ich. Ja, jetzt kommen wir. Gibt es im Islam gute Bid'ah? Was ist der Beweis? Die bringen den Beweis, ein Hadith, und zwar: Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha. Wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Dass der Prophet sagte, wer im Islam eine gute Sunna praktiziert, dann bekommt er den Lohn dafür und die Löhne von den Leuten, die ihm folgen. Und ihre Löhne werden vollständig sein, vollkommen sein für sie. Das wird nicht vermindert. Ist das Beweis, dass man in Islam eine gute Bid'ah einführen kann? Erstmal, der Prophet sagte, man sanna, pass auf, fil Islam. Der hat gesagt, im Islam. Ist Bid'ah vom Islam? Nein. Deshalb dieser Beweis darf hier nicht verwendet werden. Noch dazu, diese Überlieferung hat mit einem Thema zu tun, und zwar, es kamen Leute von Mudar zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren blass und arm, zerrissene Bekleidung, und die haben, der Prophet, die war richtig, sallallahu alaihi wasallam, traurig für sie. Dann ist der Prophet reingegangen zu seinem Gemach und kam heraus. Und der hat gesagt, der ist auf Minbar gegangen, der hat Allah Lobpreis und der hat angefangen zu sagen, تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من بره تصدق رجل. Das heißt, ein Mann spendet von seinem Gold, ein von seinem Silber, eine Person spendet von seinem Weizen, eine Person von seinem Dattel und so weiter. Dann kam ein Mann mit einem Sack, großen Sack, der könnte das nicht tragen. Und er hat das getan vor allen Leuten. Normalerweise, wenn man spendet, zeigt man oder zeigt man nicht? Zeigt man nicht. Aber diese Person hat seine Spende vor allen Leuten gezeigt. Der Prophet sagte, wer im Islam eine gute Sunna praktiziert, wird den Lohn dafür bekommen. Und den Lohn von den Leuten, die ihm folgen. Dann kamen die Leute und die haben angefangen zu spenden, weil diese Person sie motiviert hat, damit sie das machen. Das ist die Bedeutung der Überlieferung. Wo ist jetzt Bid'ah Hasana hier? So, aufpassen. Ist klar, logisch. Wenn du sagst Bid'ah Hasana, das bedeutet, du meinst, man darf etwas in diese Schema, was wir hier geschrieben haben, man darf etwas einführen und erfinden, weil das gut ist. Ja, aber wir haben vom Propheten was anderes gelernt. Der hat gesagt, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Der hat gesagt, jede Neuerung ist irreführende Sache und jede irreführende bringt in die Hölle. Der hat gesagt, jede. Der hat nichts ausgenommen. Hätte er was ausgenommen, könnte man sagen, ach, diese Leute, vielleicht hätten sie ein Argument. Und ich rede hier wissenschaftlich. Ich rede jetzt nicht, dass man nur die andere Seite jetzt fertig macht. Das wird, aber der Prophet hat gesagt, jede. Und al-Shatibi, rahimahullah, hat in seinem Buch al-I'tisam, al-I'tisam ist von Imam al-Shatibi, das geht um die Bid'ah und so weiter. Der hat gesagt, Ibn al-Majashun, das war ein Schüler von Malik, der sagte, ich habe Malik gehört, Imam Malik, gehört. Der sagte, wer im Islam eine Neuerung erfindet und behauptet, dass diese Neuerung gut wäre, diese Person hat behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten hat. Allah sagt, al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Allahu Akbar. Das ist Wissen. Das ist Wissen. Das ist eine Person, die den Islam verstanden hat. Der sagt, was damals keine Religion war, ist heute auch keine Religion. Wann ist Malik gestorben? Man sagt ungefähr im Jahre 163 oder im Jahre 183 nach der Auswanderung. Das heißt, das bedeutet, barakallahu fikum, in diesem Sinne, der sagt uns ein sehr schönes Wort. Was zur Zeit von Sahaba keine Religion war, ist heute auch keine Religion. Weil die Religion vollständig ist und vollkommen war mit dem Sterben von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sagte, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wer in unserer Sache etwas erfindet, dann ist das zurückzuweisen. Zurückzuweisen. Und Ibn Battah hat in seinem Buch Al-Ibana von Nafi' von Ibn Umar. Diese Überlieferungskette ist sehr starke Überlieferungskette. Von Nafi' von Ibn Umar. Dass Ibn Umar sagte, jede Bid'a ist irreführend, wenn die Leute auch als gut sehen. Das ist, wenn die Leute sagen, das ist gute Sache, aber das ist Bid'a, das bleibt schlecht und das ist irreführend. Dann was kann man dazu sagen? Gibt es bei uns in der Religion gute Bid'a? Mit Sicherheit nicht. Weil wenn das gut wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das praktizieren müssen, die Sahaba praktizieren müssen. Und wir reden über Religion. Und deshalb, barakallahu fikum, das ist das Erste, was diese Leute bringen, und die können das nicht als Beweis verwenden eigentlich. Weder die Überlieferung Hadith, dann sagen wir ihnen, was bedeutet die zweite, den zweiten Satz vom Hadith? Warum bringen sie nicht den zweiten? وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّةً فَلَهُ وِزْرُهَا. Und wer im Islam etwas Schlechtes einführt, dann bekommt er die Sünde dafür und die Sünde von den Leuten, die ihm folgen. Und das ist hier die Bid'a. Dort wird gemeint, wer die Leute motiviert, wer die Leute ermuntert, dass sie etwas tun, wer die Leute erinnert. Aber hier, bei dem Zweiten, ist die Bid'a, genau die Bid'a. Eine Person will in den Islam etwas einführen, was schlecht ist, und das bleibt schlecht. Jede Bid'a ist schlecht. Das ist das Erste. Das bedeutet, dass man sagt, gute Bid'a, das geht nicht. Und dazu noch, eine religiöse Handlung braucht immer einen Beweis. Die gute Bid'a ist kein Beweis. Die bringen Umar, hätte Salat al-Tarawih und sowas. Lass mal. Erstmal, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Salat al-Tarawih in Jama'a gebetet mit Sahaba. In den letzten 10 Nächten vor Ramadan. Das wird Umar hat nichts Neues gebracht. Zweitens, die Sahaba haben in der Moschee gebetet zur Zeit von Umar auch in Gruppen oder einzeln. In Gruppen oder einzeln. Umar, was hat Umar gemacht? Er hat die Leute gesammelt, nur. Weil das nicht mehr Pflicht wird. Deshalb, der hat nicht Neues gebracht. Und der hat kein Bid'a gemacht. Die sagen dir, aha, warum liest ihr den Koran? Und es gibt Punkte im Koran, es gab nicht zur Zeit von Propheten. Und der Koran, es gab kein Fatha und Kasra und Dhamma im Koran. Und ihr macht das und Schulen und so weiter. Mit Koran, Fatha und Dhamma und Kasra und Punkte, die Sahaba haben das bestätigt. Und wenn die Sahaba Konsens haben, dann ist das Religion für uns. Das wird, wir haben einen Beweis. Aber trotzdem, das hat mit Bid'a nichts zu tun, dass man den Koran mit den Punkten hat und Fatha und Dhamma, weil das eine Hilfsstellung ist, damit die Muslime ihre Religion besser verstehen und den Koran besser lesen. Das hat mit Bid'a an sich selbst nichts zu tun. Das ist das Erste. Zweitens, diese Leute kommen mit einem Argument und die sagen, wenn die Muslime etwas gut heißen, dann ist das gut. Oder gut finden, dann ist das gut. Und wenn sie das als schlecht bezeichnen, dann ist das schlecht. Ja, das ist von Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, gesagt. Sie sagen hier, die Muslime heute sagen, Maulid al-Nabi ist gut. Was bedeutet hier Al-Muslimun? Was Al-Muslimun als gut sehen oder finden? Das sind die Sahaba, radhiyallahu anhu.
Das wird, der meinte Al-Ijma'. Der meinte Konsens.